Hops. Ach ja. Es war schon mal spektakulärer mit uns. Aber ich überlege, ob wir uns diesen Tempel tatsächlich festhalten. Vielleicht machen wir uns eine Basis draus. Könnt ihr das Löchlein dann später zuschütten, aber das eigentliche Ziel der Mission war ja, Lebensmittel zu besorgen. Wir können aber bei der Gelegenheit mal die Monster wieder anmachen. Das hat ja keinen Sinn. Ein paar Lebensmittel haben wir ja schon. Ein paar Samen haben wir auch schon. So. Sieht doch wunderbar aus. Kann man doch auf jeden Fall schon mal was mit anfangen. Zumindest hoffe ich das. Sofern der Map-Generator uns denn lässt. Das ist ja immer so eine Sache, da ist er ein bisschen langsam. Warum auch immer, weil wie gesagt, so langsam ist der Rechner ja eigentlich nicht. Ich denke auch nicht, dass es am Rechner liegt. Er ist ein bisschen lahmarschig hier, der Generator. Aber gut, damit leben wir jetzt einfach mal. Obwohl, bei meinem letzten Test war das auch so, dass er sich gefreut hat, dass er da immer nachgenerieren konnte. Und als ich dann soweit war, dass ich dann in den Teil der Welt konnte, wo ich hin wollte, war der Map-Generator dort nicht fertig. Ich bin in eine Höhle gefallen oder in ein Loch oder was auch immer und dann hat es mich da zerrissen. Da bin ich doch sehr tief gefallen. Plönk, weg war ich. Hi. Hi. Kuckuck. Zeig mir deinen Hintern und ich sag dir, wo die Wolle hinkommt. Aua. Schnipp. Schnipp. Üpp, zirp, zip, zip. I schneid your Wolle. Let me Katze her. Was? Katze her? Nee, Katze her brauchen wir jetzt nicht. Wir haben zwar eine hier, aber Katze muss jetzt nicht unbedingt herkommen. Aua. Oder auch nicht, aua. Zu Hilfe, wo bin ich? Schnipp. Schnapp. Hore. Hore ab. Okay, wir sind voll auf Inventar. Das bringt also jetzt nichts. Oh, das Minecraft-Männchen Steve kriegt Hunger. Steve, Hunger. Steve, Essen. Da sind wir wieder. Home Sweet Home. In Alabama. Oder so ähnlich. Ja, Steve kann jetzt nicht mehr rennen. Steve hat nämlich nur noch 2,5 Hungeranzeige und das sagt mir, Steve kann nicht mehr. Ist schon blöd, wenn man nicht mehr kann. Als Typ. Haha, ich weiß, das klingt chauvinistisch, aber hey, lasst mich auch mal. Wir stellen jetzt hier mal noch eine hübsche Kiste hin. Zack. Und da suchen wir uns dann mal das lecker Zeug zusammen. Iron Ore. Ja, Smooth Sandstone. Wolle hatten wir ja hier dabei. Räumen wir erstmal alles ein bisschen voll. Und wenn wir das dann soweit haben, suchen wir uns mal alles ganz in Ruhe wieder raus. Das ist vielleicht auf Dauer erstmal die bessere Lösung, denn ich vertue mich sehr häufig und vergesse dann viele Sachen. Da ist es wohl besser, wenn wir das so machen. Muss ich gerade mal gucken. Steve braucht was zu essen. So, jetzt geht es ihm zumindest schon mal eine Idee besser. Samen haben wir auf jeden Fall einige gesammelt. Da können wir uns also gleich mal eine Hoe bauen. Ja, das nehmen wir auch gerade mal mit, das Material dafür. Da nehmen wir erstmal eine aus Stein. Das reicht erstmal aus für den Anfang.
Also aus Cobblestone. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Also da kann ich doch schon mal... Da kann ich ja schon mal mit leben. So. Nehmen wir uns auch noch eine zweite. Schmeißen den ganzen Rest weg. Weil wir ja so clever sind. So. Oh, ich glaube, das war eine schlechte Idee. Gut, hier machen wir das dann also nicht. Da habe ich ja noch nicht genug Bodenmaterial drunter. Das ist Oakwood. Haben wir noch ein bisschen Erde? Eine Erde haben wir. Das ist natürlich Hölle viel. Also, da können wir jetzt bestimmt richtig was reißen mit. Natürlich müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen. Hier rennen ja Monster rum. Und zwar reichlich. So, das muss erstmal reichen für den Anfang. Komm her. So. Jetzt machen wir es uns aber etwas einfacher. Legen uns mal in das weihnachtlich dekorierte Bettchen hinein. Und gucken den Monstern beim Brennen zu. Da brennen sie. Haha, außer dieser komische Creeper, der brennt natürlich nicht. Na dann komm mal her. So. Dann macht man einfach so kaputt. Was soll das denn? Ich habe ja auch völlig falsch angefangen hier. Da schmeißen wir uns jetzt erstmal schnell ein paar Samen drauf. Einmal, zweimal, dreimal. So. Schwupp. Obwohl das eigentlich Quatsch ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier hätte ich eigentlich schon aufhören müssen. Hab ich aber nicht. Dann hopsen wir hier mal und zertreten unsere Erde. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aus dem Weizen kann man sich ja dann später nochmal ein bisschen was anbauen, wie zum Beispiel Brot kann man daraus basteln. Wenn ich natürlich jetzt jedes Mal hier drüber laufe, ist das logisch, dass ich mir hier mein Beet selber wieder versaue, weil ich ja so clever bin, was das betrifft. So. Das kann man natürlich verhindern, indem man dann hinterher einen Wasserlauf reinmacht. Aber so clever waren wir jetzt noch nicht. Und für einen Wasserlauf brauche ich auch einen Eimer. Dafür brauche ich Eisen. Davon haben wir noch nicht so genug. Was ich brauche erstmal dafür ist dann später... also vom Eisen her brauche ich das dann als... brauche ich dann Rüstung.
Also ich muss dann erstmal Rüstung bauen, damit wir hier nicht ständig hinüber sind. Ich erinnere nochmal an diesen lustigen Enderman, der nach meiner Schweizerdeutsch-Aktion meinte, er müsste mich kaputt hauen. Das fand ich unangenehm, das war nicht schön. Da wollte ich irgendwie nochmal Klarheit schaffen, dass ich das nicht gutheißen kann. So, was wir noch brauchen, ist ein NPC-Dorf. Das wäre super. Da kann man sich Kartoffeln einsammeln und Möhrchen. Könnte man. Oh, Wölfe. Das ist natürlich eine blöde Idee. Die sind des Nachts vielleicht auch mal etwas aggressiver. Aua. Heute sind wir mit der Musik irgendwie irisch gesegnet, scheint mir. So. So weit weg möchte ich mich von zu Hause jetzt auch nicht entfernen. Weil Steve kann ja gleich schon wieder nicht mehr rennen, weil er ja schon wieder umkommt vor Hunger, der alte Fresssack. Und ich bin mir nicht sicher, ob er sich rohes Hühnerfleisch reinzwängen kann. Obwohl, das könnte man doch gerade mal probieren. Ob das geht, das halte ich für unwahrscheinlich. Doch. Aber das bringt nichts. Oder bringt zu wenig. Aber gut, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Das heißt, im Zweifel zieht sich Steve auch rohes Fleisch rein. Er ist ein Neandertaler. Ach, du ahnst es ja nicht. Ich habe ein Skelett gehört. Ich habe ein Zombie gehört. Ich eile schon. Ich flitze. Ich haue ja schon ab. Dedededede. Bink. Oh, guck mal hier. Meine Gatter schweben in der Luft. Haha. Das passiert, wenn der Map-Generator träumt, anstatt zu generieren. Aber gut. Was will man machen? So. Weg bin ich. Einmal da runterflitzen. Wir haben uns da ja was in den Ofen getan. Natürlich war ich wieder super schlau und habe die Kohle oben gelassen. Naja, gut, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Tasten. Nicht in den Beinen, weil ich habe ja keine, ich habe ja hier eine Tastatur, ne? Schwupp, da ist die Kohle. Da ist die Kohle. Nimm sie, geh auf den Markt und kauf eine Kuh. Oder so ähnlich. Ach, herrlich. So. Ja. Wir machen uns erstmal ordentlich Rindersteaks. Warum machen wir Rindersteaks? Weil sie einfach besser sind. Für den Hungerzustand, der uns ja jetzt schon wieder flöten geht. Also mit Rindersteaks habe ich bisher das größte an Hungeranzeige lösen können. Oder erhöhen können. Das geht eigentlich ganz gut.